Hallo sehr geehrte Anime- und Manga-Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Anime-Ecke. Ich habe fast über alle wichtigen Sword Art Online Charaktere 5 Fakten gemacht. Einige sind noch auf meiner Liste drauf, also macht euch keine Sorgen, die werden auch noch kommen. Doch mir blieb dabei ein sehr wichtiger Charakter aus den Augen, den ich überhaupt nicht vergessen darf. Immerhin ist es auch einer meiner Favoriten. Ich rede natürlich über die gute Asuna. Und, wie ihr an dem Titel dieses Videos schon erraten habt, werde ich euch 5 Fakten über Asuna aus Sword Art Online heute präsentieren. Wie immer beinhalten die Fakten Spoiler, für die, die den Anime nicht kennen. Tut euch einen Gefallen und schaut den Anime an. Oder liest auch den Manga. Es lohnt sich. Aber genug geredet. Lasst uns mit den Fakten anfangen. Nummer 5. In der ersten Staffel von Sword Art Online hatte Asuna im Verlauf des Spiels ihre großbekannte Rüstung der Ritter des Blutschwors an, da sie auch zu dem Zeitpunkt zum Kommandanten wurde. Doch jetzt kommt was sehr Interessantes. Habt ihr gewusst, dass Asuna diese Rüstung hasste? Als Asuna ein hochangesehenes Mitglied der Ritter des Blutschwors wurde, übergaben ihr die Mitglieder der Gilde ihre persönliche Rüstung. Asuna gefiel diese Rüstung überhaupt nicht und wollte etwas anderes haben. Doch die Mitglieder erzählten ihr, dass der Bearbeitungsprozess der Rüstung extrem teuer war. Mit dieser Erkenntnis akzeptierte sie dann diese Rüstung und trug sie bis zum Ende des Spiels. Laut der Umfrage der Sword Art Online Fans zählt die Rüstung der Ritter des Blutschwors von Asuna zu den Top-Favoriten. Ich persönlich finde auch, dass Asuna in dieser Rüstung perfekt aussieht. Nummer 4. Ich glaube, ich muss nicht sagen, dass Kirito und Asuna ein perfektes Paar in dem Anime sind. Aber habt ihr gewusst, dass ihre Beziehung kurz vor einem Kollaps stand? Im Verlauf der Story der ersten Staffel kann man sehen, wie ihre Beziehung sich entwickelt und wie sie sich für die zweite und dritte Staffel auch dann später verstärkt. Im Spiel heiraten die beiden sogar. Doch als Kirito dann es später schaffte, das Spiel zu beenden und die restlichen Spieler inklusive Asuna auch zu retten, wurde ihr Liebesleben durch das System dann komplett gelöscht. Nach diesem Fall hatte Asuna sogar Angst, dass Kirito kein Interesse mehr in ihr sehe und sie höchstwahrscheinlich vergessen und auch verlassen hat. Doch Kirito bekam später mit, was nach dem Ende des Spiels passierte und konnte somit seine Beziehung und Liebe zu Asuna wieder erfolgreich aufbauen. Einige Fans finden es bis heute sogar noch komisch, dass für Asuna es komplett normal ist, dass Kirito sich auch mit anderen Mädchen umgibt und auch beinahe mit ihnen flirtet, obwohl Kirito weiß, dass er zusammen mit Asuna ist. Nummer 3. Als Asuna in das Spiel einstieg, hatte sie nicht so große Erwartungen von dem Spiel gehabt, wie sie es sich gedacht hat. Aber später enthüllte Kayaba den wahren Zweck von Sword Art Online, was dazu führte, dass ab dem Zeitpunkt Asuna es komplett egal war, ob sie dieses Spiel überleben oder sterben wird. Sie hat auch keine großen Hoffnungen daran gesetzt, das Spiel irgendwie zu beenden bzw. auch zu überleben. Wie soll sie alleine bitte schon das komplette Spiel dann schaffen? Als sie später aber auf Kirito traf und mit ihm eine feste Beziehung feststellte, da änderte sich ihre Meinung bezüglich des Überlebens in dem Spiel und ab da war sie sich fest dazu entschlossen, gemeinsam mit Kirito das Spiel zu beenden und auch somit zu überleben. Nummer 2. Heutzutage wegen der absichtlichen Toleranz und Frauenstärke in Filmen, Videospielen etc. ist es beinahe zur Pflicht geworden, dass dort spezielle starke weibliche Charaktere vorkommen, die diese Richtung auch propagandieren. Doch bei Asuna ist es ein ganz komplett anderer Fall. Im Verlauf der Geschichte kann man deutlich sehen, wie ihre Erfahrung und Fähigkeiten mit der Zeit sich verbessern und sie sich auch konzentrierter bei Kämpfen schlägt. Außerdem hatte sie eine positive Energie in sich aufgebaut, die man auch bei ihr sehen kann, wenn sie sich gemeinsam mit ihren Freunden und Kirito ins neue Abenteuer zieht. Viele Fans lieben die Entwicklung von Asuna und sind immer noch heute der Meinung, dass sie einer der stärksten weiblichen Anime-Charaktere überhaupt ist. Da kann ich selbst auch zustimmen. Nur leider wird so eine Strategie in
Charakterentwicklung in vielen Filmen, Videospielen etc. überhaupt nicht benutzt. Und dort werden die weiblichen Charaktere als starke und unabhängige Personen gezeigt, weil es so die Toleranzagenda fördert. Ich hoffe sehr, dass wir in dem Live-Action-Film von Sword Art Online eine normale und angenehme Asuna bekommen und keine feministische Asuna. Nummer 1. Einige Fans finden es bis heute immer noch komisch, dass Asuna ihren realen Namen in Sword Art Online verwendet hat. Nun, der Grund dafür ist einfach. Asuna hatte davor keine große Erfahrung in VR-MMORPGs und sie wusste einfach nicht, welchen Namen sie für ihren Charakter benutzen soll. Sie wusste auch nicht, dass man seinen wahren Namen am besten für Online-Spiele nicht benutzen soll. Normalerweise würden Spieler irgendwelche verschiedenen komischen Namen sich ausdenken und nicht ihre wahren Namen enthüllen. Kirito zum Beispiel nutzte den Namen Kirito für Sword Art Online, obwohl er im realen Leben Kazuto Kirigaya heißt. Und das waren jetzt die 5 Fakten über die wundervolle Asuna aus Sword Art Online. Was denkt ihr über Asuna? Ist sie auch euer Favorit? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Wenn ihr Charaktere habt, über die ich auch 5 Fakten machen soll, also jetzt nicht nur Sword Art Online, sondern auch Fairy Tail, Soul Eater, ReZero etc. etc., dann schreibt es mir ebenfalls in die Kommentare und ich werde versuchen, ein Video auch darüber zu machen. An dieser Stelle bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge Anime-Ecke. Bleibt gesund und schönen Tag noch!